Willkommen zu einem neuen Freimarkt-Haul. Ich war vor 2 Tagen, war ich im Freimarkt gewesen. Das erste Mal in diesem Jahr, weil ich einfach mal gucken wollte, ob sie von Disney das Disney-Schloss haben. Es gibt nämlich so einen Fotodruck mit einem goldenen Schloss. Das hatte ich letztes Jahr schon im Internet gesehen. Das gab es in UK. Aber in Deutschland hatten wir das hier noch nicht. Und ich habe im Internet habe ich gesehen, dass die ein oder andere Filiale schon also dieses Bild schon hat. Und ich wollte einfach mal gucken, wie es ausschaut, also in Real. Und ich finde, es auf dem Bild sah es sehr, sehr schön aus. Es ist ein Bild mit diesem Disney-Schloss drauf, in Gold. Und das Besondere ist, dieses goldene Schloss, das ist aus Wörtern zusammengesetzt, also mit ganz vielen Disney-Begriffen. Und ich bin ja ein Disney-Fan und deswegen wollte ich es unbedingt gerne mir anschauen und gucken, ob ich es mir kaufen würde. Also ja, aber sie hatten es leider nicht. Aber ich habe so was ein oder andere auch gefunden. Das erste, ja, ich fange einfach mal an. Ich habe Geschenkpapier. Das habe ich auch im Internet gesehen. Das ist mit Minnie-Maus und mit einem Einhorn. Da sind 4 Meter drauf. Für 2,50 €. Ich fand das sehr, sehr schön und das habe ich mir dann einmal mitgenommen. Dann habe ich in der Reduzierung habe ich 2 Geschenktüten. Also die sind also ein Zweier-Set. Einmal in diesem hier, wo das so leicht rosé im Glitzer ist. Also es hat auch eine sehr gute Qualität, finde ich. Also es ist sehr relativ auch fest. Eine Pappe. Dann gibt es hier so ein Satinband, also ein Stoffband. Und hier haben wir einmal so eine, die hat ja so ein Muster. Und das Tolle war, die haben beide zusammen nur 50 Cent gekostet und im Original 2 €. Da hat man schon etwas gespart. Also 1,50 € hat man gespart. Und diese hier weiß ich schon, wem ich die verschenke. Und Geschenktüten kann man immer gut gebrauchen. Dann habe ich mir noch eine Geschenktüte gekauft. Und ich habe sie mitgenommen, weil sie 30 Cent gekostet hat. Aber die Sache ist, an der Kasse hat man mir das nicht abgezogen. Ich habe erst zu Hause auf der Kassenbon geschaut und da habe ich gesehen, 2,50 €. Also es ist schon schade, weil es ausgezeichnet wurde auf 30 Cent. Also wenn ihr zum Beispiel auch einkaufen geht bei Primark, schaut auf jeden Fall nach bei eurem Kassenbon. Direkt nachdem ihr eingekauft habt. Aber für mich lohnt es sich jetzt einfach nicht, da wieder hinzugehen und sich da anzustellen, dass man es umtauschen möchte. Für so einfach eine Tasche, Geschenktasche, würde ich jetzt nicht machen. Und nun ja, es ist schade dann wegen dem Preis, weil es eigentlich 30 Cent ist. Und dann, nun ja, also das ist eine von Minnie Maus, also auch von Disney. Und ich finde, dass hier hat man, die meisten Geschenktüten haben ja immer ein Band, also beziehungsweise 2 Bänder. Und diese hier hat nur eins. Also, kann ich das einmal so zeigen? Finde ich eigentlich so ganz schön. Also, mal schauen, wer die bekommt. Und die ist auch sehr glitzerig. Oder ob man die verbastelt, je nachdem. Ja, dann habe ich noch so Puschen gefunden und ich liebe ja die Puschen beim Primark und ich fand diese Farbe auch sehr, sehr schön und ich habe gedacht, morgens, wenn man aufsteht, dann hat man was Kuscheliges an den Füßen. Das sind so Schlappen. Memory Foam Slipper nennen die sich, die haben 4 € gekostet und das Besondere an denen hier, finde ich, ist einfach die Farbe. Die Farbe hat mich angesprochen, ich habe die gesehen und ja, ich habe sie mir erst angeguckt und bin ich erst nochmal woanders hingegangen und ein bisschen rumspaziert im Primarkt, weil ich schaue mir alles immer so genau an und dann war es nämlich so gewesen, musste ich dann nochmal zurück an diesen Ständer, um diese Slipper mitzunehmen. Ja, das Besondere an denen sind, hier steht einmal, sie sind einfach sehr, sehr weich und sie passen sich dem Fuß an, weil die halt einfach dieses Foam haben. Sich da also sehr, sehr weich, also der Fuß wird sich hier so angepasst. Und hier steht auch drin, die sind waschbar in der Waschmaschine. Also man kann die auch in die Waschmaschine stecken. Also hier steht leider nicht drauf, mit wie viel Grad, aber ich würde auch auf jeden Fall eine niedrige Temperatur einstellen. Und hier sehen die so einmal aus. Also nicht mit Stoff, sondern so mit Kunststoff oder so Plastik. Also ja, ich würde sagen Kunststoff.
Ich kann es leider nicht sagen, was es für Material ist. Und naja, die fand ich auf jeden Fall schön. Die mussten dann auf einmal auf jeden Fall mit. Dann habe ich einen Schlafanzug gefunden, einen sommerlichen Schlafanzug. Der sieht so aus, das ist so ein neuer von Marie und ich liebe Marie und ich liebe auch Rosa und deswegen habe ich den mitgenommen. Die hatten auch einen wunderschönen mit Tinkerbell, aber ich habe mir gedacht, einer reicht auf jeden Fall erstmal. Und so sieht das hinten einmal aus mit diesem Stoff, also das ist die Hose. Der hat 13 Euro gekostet. Guckt sie einmal ein bisschen so grimmig, also. Da ist die Mary nicht sehr gut gelaunt in dem Schlafanzug drauf. Ja, dann habe ich in der Reduzierung auch eine Einhorn-Girlande gefunden. Die zeige ich euch einmal. Die sieht so einmal aus. Und die hat im Original 3 Euro gekostet und jetzt 1 Euro. Was ein bisschen schade ist, der Einhorn-Geburtstag von meiner Nichte schon seit einigen Tagen, also beziehungsweise 1,5 Wochen oder fast 2 Wochen schon her. Also auf jeden Fall 2 Wochen. Und das ist echt schade, weil das wäre echt was Schönes gewesen für meine Nichte. Ja, die hatte zwar auch einige Girlanden und so, aber man kann das ja auch irgendwie noch anderweitig benutzen, sage ich mal, indem man ja sich die einzelnen Teile einfach rausnimmt und da was mit bastelt. Ja, die habe ich einmal. Dann habe ich für meinen Freund habe ich noch ein T-Shirt mitgenommen. Das hat 3 Euro gekostet und das ist so ein von der Ostküste ist das hier im New York Style, New York City. Das ist so ein leichter Braunton, rotbraun gemischt, finde ich. Ja, das habe ich einmal mitgenommen. Und ich habe dann einmal hier noch so ein Notizbuch mitgenommen und ich liebe das mit Wasser und Glitzer und mit diesen Sternchen. Ich habe so ein ähnliches in rosa, also mit so einem leuchtenden Pink. Ja, und ich mag diese Notizbücher von Freimarkt total gerne. Und hier haben wir immer dieses Modell mit diesem Wal-Einhorn. Also sehr süß. Und es macht auch total Spaß, damit zu spielen. Und ich liebe Notizbücher. Also muss es auf jeden Fall mit. Es hatte 5 Euro gekostet. Zurzeit haben die im Primark total viele Notizzettel, Haftnotizen oder so. Wochenplaner haben die auch ganz viel. Und ich meine auch schöne Stifte. Und auch ganz viel auch mit Kirschmotiven. Also so, ja, Bücher zum Reinschreiben. Und ja, auch so ein Federmäppchen oder so eine Schlapperrolle, würde ich sagen, wo man Stifte reintun kann mit Kirschmotiv. Also auch wunderschön. Aber ich brauche hier sowas leider nicht. Also deswegen habe ich mir das nicht mitgenommen. Aber dieses hier muss es dann doch sein. Dann habe ich mir im Primark auch noch 2 Hosen gekauft, weil ich brauche ein paar Jeanshosen. Weil ich lebe in Leggings. Also privat trage ich am liebsten Leggings. Zu Hause trage ich einfach was Bequemes. Also sage ich mal, ja auch Leggings, also bunte Leggings oder so warme Leggings mit, oder Jogginghosen. Und privat sieht man mich in so meinen kurzen Hosen oder ich habe Sommer auch so Sommerhosen, die ganz bunt sind mit Mustern und ja, und sonst Leggings, privat. Und für die Arbeit habe ich einfach mir jetzt so ein paar, ja, Hosen gekauft. Ich hatte auch im Dezember schon 2 geholt beim Primark und ich wollte jetzt einfach zum Wechsel nochmal was haben. Also, weil, ja, weil ich eigentlich so nur auf der Arbeit Jeans trage, beziehungsweise Hosen. Weil man möchte ja auch ordentlich aussehen. Ich sag mal, ja, weil man kann nicht zu so alles Leggings tragen und ich möchte dadurch ein bisschen vernünftiger sein. Ich zeige euch die einmal. Einmal in Schwarz, die habe ich schon mal. Das ist so eine Art Jeggings. Die habe ich einmal in Schwarz. Die habe ich mir schon mal gekauft. Und dann habe ich eine noch in Grau. Das ist auch eins. Das ist auch so eine Art Jeggings. Skinny-Hose. Irgendwie, die habe ich dann eigentlich auch noch mitgenommen. Einmal für 13 und einmal für 5 Euro. Noch was meine ich.
Ja, das war beim Primark-Haul. Ich werde, glaube ich, diesen Monat nochmal hingehen wegen diesem goldenen Schloss, weil ich einfach nochmal schauen wollte, ob sie das Bild dann haben. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Tschüss!